Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat März 2023. Was erwartet dich für deine Sternzeichen Krebs, Aszendent Krebs, Mondzeichen Krebs oder Venus Krebs? Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann hallo. Herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn die Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich kurz unten in der Infobox, dir alle wichtigen Details zu entnehmen, wie eine allgemeine Tarotkartenlegung funktioniert. Ich lege hier mit Tarot und Orakelkarten. Wenn dir das aber schon vertraut ist, du einfach mich nur noch nicht kennst, dann hallo und herzlich willkommen. Lehn dich zurück, entspann dich. Wir beginnen gleich. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich spreche hier aus der weiblichen Sicht mehr. Einfach die Geschlechterrollen umtauschen oder auch die Rollen können hier vertauscht sein. Ja, für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst einfach schauen, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen deines Gegenübers diesen Monat besser harmonieren würde. Vielen lieben herzlichen Dank. Dankeschön für eure Unterstützung, fürs Abonnieren, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Dankeschön insbesondere an denjenigen, die mich seit Tag 1 hier verfolgen. Ein extra Dank an euch. Und ja, wenn du Interesse hast an einer privaten Legung, unten in der Infobox findest du meine Webseite sowie auch mein Instagram, wollte ich sagen. Ja, auch mein Instagram, aber meine E-Mail-Adresse meinte ich. Darüber kannst du mich gerne kontaktieren. Über meine Webseite ist direkt mein Shop. Da kannst du dann eine Legung direkt auch schon buchen. Und ja, genau. Gar nicht so lange gequasselt hier und wir fangen auch schon direkt an. Gerne darfst du mich auch auf Instagram folgen. So, für meine lieben Krebsherzen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Karte hätte ich jetzt ziehen sollen. Naja, sie wird wieder rauskommen. Eieiei, da haben wir es. Und wir haben hier die 7 der Schwerter. Was ist denn hier los? Misstrauen. Jemand, der sich in deine Angelegenheiten hier einmischt. Okay, wir haben hier die 8 der Münzen. Ja, es ist nicht... None of your business. Wir gucken mal, was hier bei euch abgeht. Meine lieben Krebsherzen für den Monat März. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat März jetzt wissen? Der Ritter der Münzen. Für meine lieben Krebsherzen. Da haben wir 8 der Schwerter. Oh. Für meine lieben Krebsherzen, was solltet ihr jetzt wissen für den März? Der Ritter der Stäbe. Und wir haben hier hinten Münzen, Ass der Münzen. Okay. Für einige von euch ist dieses Thema hier auf die Arbeit bezogen. Da gibt es einen netten Arbeitskollegen oder einen Chef oder irgendjemand, der sich hier in deine Angelegenheiten einmischt, sich in dein Tun hier einmischt, meine lieben Krebsherzen. Ja, also die hier irgendwie ganz genau verfolgen, was du machst. Etwas über dich versuchen rauszufinden, in Anführungsstrichen hier mit 7 der Schwerter. Hier gibt es jemanden, den du nicht trauen solltest. Ja, der arbeitet hier verdeckt hinter deinem Rücken gegen dich. Könnte natürlich auch hier für einige im Freundesbereich sein, aber wir haben auch hier den Ritter der Münzen. Also für mich habe ich so mehr intuitiv, für die Mehrheit ist es wirklich hier ein Kollege, ein Chef, jemanden, mit dem du hier zusammenarbeitest. Ja, man kann aber auch befreundet sein mit diesen Personen, ne? Mit Kollegen und so. Also da gibt es jemand, der hier hinter deinem Rücken nicht so gut für dich denkt und hier ein wenig gegen dich arbeitet, versucht hier dich irgendwie schlecht darstellen zu lassen. Also keine Angst, keine Sorge, es ist einfach nur hier, es zeigt sich hier, jemand mischt sich hier in dein Geschehen ein. Also jemand ist ein bisschen so, ich guck mal, was bei dir so abgeht, lieber Krebs. Das gefällt mir nicht, was du da machst. Aber nicht mit dem Krebs, ne? Vorsicht. Ich sehe hier den Ritter der Münzen. Ja,
Also es ist auch diese Person lehnt sich hier so zurück. Ja, und ich habe das Gefühl, meine lieben Krebsherzen, da gibt es einen faulen Kollegen und ja, der tut so, als ob er die ganze Arbeit macht, die du eigentlich machst und versucht, sie für sich hier einzuheimsen, ist hier eine Sache, die ich höre. Dann habe ich hier auch noch eine andere Sache. Es könnte für einige hier eine Liebesangelegenheit sein. Da hat jemand wirklich ein Auge auf dich geworfen oder tut zumindest so. Aber es ist hier eine Täuschung. Er hat eine andere Absicht dahinter. Vorsicht. Dann haben wir hier, aber für die Mehrheit nehme ich hier wirklich, dass es also nicht mehr mit der Liebe, sondern freundschaftlich, kollegial etc. Dann haben wir hier die Acht der Schwerter. Ja, merkt sich auf jeden Fall, dass du wirklich, auch vor allem mit Acht der Schwerter, mental geht es dir nicht gut. Ja, du hast keine Kraft, du bist erschöpft, dir ist einfach alles hier zu viel im Kopf. Ja, also alles strengt dich hier an. So ein bisschen ausgebrannte Energie. Du machst dir auch viele Sorgen, hast auch Ängste. Du hast viel im Kopf, vielleicht trägst du hier auch viel Verantwortung und es überfordert dich. Du kommst nach Hause und bist einfach so platt, du kannst nichts mehr machen. Das ist so, was ich bei meinen lieben Krebsherzen sehe. Und dann haben wir hier ja, den Ritter der Stäbe. Und da sehen wir hier eine Frau, die hier zwei Kerzen anzündet. Aber hier sind viel, viel mehr Kerzen auf dem Tisch, ja. Ich habe das Gefühl, du versuchst wieder dieses, also sie zündet es gar nicht an, interessant. Ich habe das Gefühl, du versuchst dieses Feuer, diesen Drive in dir, ja, deine Stärke, deine Kraft, deine Leidenschaft, deine Energie hier wieder hochzufahren, ja. Wenn ihr euch mal die zwei Karten hier anseht, ja, das ist, was du versuchst, aber ich sehe, lass mich mal genauer sehen, ja, nee, ich sehe, du hast nicht mal die Kraft, die Kerze hier anzuzünden. Du hast diesen, ja, du hast gar keine Energie. Ja, es ist dir gerade zu viel. Normalerweise bist du hier ja, so laut, lebensfroh, lustig, voller Energie, aber merkst dich wirklich, dein Energielevel ist weiter unten. Für einige sehe ich, ihr macht hier Rituale, um euch zu schützen vor dieser Person. Dann sehe ich hier auch mit den Ass der Münzen. Interessant. Was ich mit der Karte hier aufnehme, ist, du schützt dich. Weil normalerweise ist Ass der Münzen hier für mich immer so eine Energie oder im klassischen Tarot, ja, Geldzuwachs, etwas Neues zu beginnen. Ein Neustart, ein neues Projekt etc. Aber ich sehe hier, du wirst diese Energie, die du hast, also mit Ass der Münzen ist eine Münze, ja, du wirst es nehmen und anstatt hier den Stein zu nehmen und auf jemanden zurückzuwerfen, wirst du dich mit diesem Stein schützen. Du wirst nicht blindlings in etwas reinlaufen. Das ist hier so, was ich sehe. Okay, was geht bei euch ab, bei meinen lieben Krebsherzen? Sehr, sehr. Da hat jemand auf euch abgesehen. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März. Interessant. Hier hinten hatte ich auch zwei der Stäbe, nachdem ich den Ass der Münzen gezogen habe. Interessant. Ja, also hier auch mit den zwei der Stäbe. Du planst, du versuchst, weil zwei der Stäbe ist so eine noch nicht in Aktion. Du trittst, ich sehe hier gar nicht, dass du wirklich in Aktion trittst, sondern hier sehe ich wirklich, dass du anfängst zu planen. Ja, und zu überlegen, was sollte der nächste Schritt sein? Wie kann ich mich am besten schützen? Was kann ich dagegen tun? Es ist hier, es wird da auch Zeit, dann eine Entscheidung zu treffen. Wie kann ich mich am besten schützen? Ist es in die Offensive zu gehen oder nicht? Und auch, ja, wie soll das zukünftig weitergehen? Also du schaust auch schon nach vorne. Du hast auch innerlich so ein Gefühl, dass das, was du gerade machst, nicht das ist, was dich wirklich erfüllt. Oder so, wie es gerade ist oder wo du jetzt gerade in dem Umfeld bist, das erfüllt dich nicht. Und du sehnst dich nach etwas anderem eigentlich hier in deinem Herzen. Aber kannst hier noch keinen Schritt in die neue Richtung gehen oder in das gehen, wo du eigentlich gehen möchtest. Weil
da noch Hindernisse sind oder Dinge noch, die du erledigen musst oder da ist ein Hindernis, da ist, das ist nicht so einfach, da raus zu switchen. Ist das, was ich einfach hier energetisch aufnehme. Okay, ein bisschen fühlst du dich gefangen, weil du siehst gerade keinen Ausweg. Wir gehen jetzt über zu den Orakelkarten für meine lieben Krebsherzen. Für meine lieben Krebsherzen Monat März. Was sollten meine lieben Krebsherzen? Oh, Mamma Mia. Here we go again. Schon wieder. Heute irgendwie fallen alle Karten mehr auf den Boden, ne? Anxiety. Ja, du machst dir sehr viele Gedanken, Sorgen, Ängste, Angstzustände, Existenzängste. Deswegen ist es vielleicht nicht einfach, hier aus diesem Umfeld rauszukommen, aufgrund Existenzängste, weil der Job hier gut bezahlt ist, du nicht so einfach aus dem Vertrag rauskommen könntest. Ich weiß es nicht. Also ich nehme hier unterschiedliche Dinge auf, warum du hier diese Ängste hast, die dich hier davon zurückhalten, etwas zu wagen. Ja, finanziell. Ja, also finanziell, das ist das, was ich sehe. Energetisch momentan ist es gerade ein bisschen low. Ja, also du hast keine Kraft, keine Energiereserve mehr. Aber hier auch bei euch nehme ich das finanziell. Ja, also finanziell ist gerade auch nicht so toll. Ja, du musst da irgendwie an deine finanziellen Reserven gehen. Gut, wir gehen zum nächsten Orakeldeck. Für meine lieben Krebsherzen. Monat März. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat März jetzt wissen? Krebs, hier. Ja, lade den Enthusiasmus ein, umarme ihn, lade ihn ein hier. Aha, spreche ihn hier in deine Welt, ja. Und ja, freue dich, es wird was Gutes kommen. Es ist nur eine Phase. Nicht alles bleibt so für immer. Das ist gerade wie eine Jahreszeit, die wird vorbeigehen. Es kommen bessere Zeiten. Nicht, der Zustand wird nicht so anhalten. Es ist eine vorübergehende Situation, in der du dich hier befindest. Es ist kein Weltuntergang. Deswegen freue dich hier auf das, was kommen wird. Und sei dankbar für das, was du hier schon bereits hast. Ja, hier hinten habe ich hier wirklich du. Steigst, überquerst gerade hier einen schwierigen Part, ja, vom Gebirge. Deswegen geh vorwärts, ja, halte durch, geh weiter, halte durch. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März. Danke. So, was haben wir hier im Ärger? Ärger belastet dein Herz, gib dein Leid ab und erfahre neue Lebensfreude. Lass dich hier nicht ärgern von dieser Person, die es dir hier ein bisschen schwer macht. Das ist, was dich auch noch hier mit runterzieht. Du siehst öfters im Monat März die 888. 8 könnte auch deine Lebenszahl sein. Das ist, was du hier im März öfters dir über den Weg läuft. Dann haben wir hier die 20. Gnade. Öffne dich für die Liebe und Mitgefühl und erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst. Ja. Krebsherzen, ihr werdet bedingungslos geliebt. Auf jeden Fall von deinem spirituellen Reich. Und es gibt bestimmt Menschen in deinem Leben, wenn du schon Kinder hast, sind es definitiv deine Kinder, die dich hier bedingungslos lieben, ja? Natürlich auch, wenn du einen Partner hast, sonst ist dein Partner, ich hoffe mal, der dich auch hier bedingungslos liebt. Aber ja, du wirst hier geliebt von deiner Familie, deinen Eltern, meine lieben Herzen. Deswegen habe auch Gnade, auch hier mit der Gnade. Ich würde nicht den Stein nehmen, um zurückzuwerfen. Ja, habe Gnade. Weil das ist ja, was die Person, dieser Ärger, dieser Wut, der verwandelt dich, der zwingt dich hier zu etwas. Zwingen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man kommt in diese, jetzt gibt es eine Gegenreaktion, jetzt zeige ich mal, wo es lang geht. Und dann kommt das Ego so schön zum Vorschein, weil der Ärger, die Wut feuert dich innerlich so an, ne? Und verleitet dich dann zu etwas, was du eigentlich gar nicht machen willst oder nur machst, weil du verletzt wurdest oder dir Unrecht angetan wurde. Und deswegen habe ich hier wirklich Gnade. Ja, lass dich nicht von diesem Ärger leiten zu etwas. Lass dich nicht auf diese Schwingung, auf die Frequenz des Gegenübers runter.
Okay. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März. Was sollten meine lieben Krebsherzen für den Monat März jetzt wissen? Krebs. Für den Monat März. Dankeschön. Geld. Ja, es gibt hier Geldangelegenheiten im Monat März. Ja, vielleicht musst du hier tiefer in die Tasche greifen. Eine ungeplante Ausgabe, die hier auf dich zukommt, eine ungeplante Rechnung und du machst dir viel Gedanken und Sorgen, wie du hier über die Runden kommen sollst. Und ja, du hast viele Dinge im Kopf und dann noch der Ärger in der Arbeit. Es kommen hier sehr, sehr viele Dinge, die dich belasten im Monat März. Aber es ist nur eine vorübergehende Situation. Du wirst auch noch davon wieder dich erholen, meine lieben Krebsherzen. Für meine lieben Krebsherzen, uppala, da habe ich dich noch gefangen. Gelassenheit. Ja, manche Dinge, die du nicht kontrollieren kannst oder ändern kannst in dem Moment, entgegne dem Ganzen gelassen. Ja, weil wenn du etwas nicht kontrollieren kannst, wenn es außerhalb deiner Macht liegt, dann überlass es doch dem spirituellen Reich für dich hier zu handeln und reagiere gelassener. Es bringt dir nichts. Klar macht man sich Sorgen und Gedanken, das ist die menschliche Natur, man möchte sich auch natürlich schützen, ja, Angst ist ja auch irgendwo ein Schutzmechanismus, aber wenn Angst dich belastet, dieses Gefühl, du ständig Angst hast und ja, nicht schlafen kannst deswegen, dann ist es eine Belastung, dann ist es etwas, was dir schadet, was noch mehr an deinen Energiereserven nimmt. Vor allen Dingen Angst ernährt sich sehr von deinen Energiereserven. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du hier ein wenig gelassener wirst und sagst, okay, alles wird schon irgendwie gut werden, auch wenn du es in dem Moment nicht wirklich glauben kannst. Aber habe ich hier wirklich Vertrauen, ist das, was ich für euch höre. Gut, gut. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März. Krebs. Super. Okay, da fällt was runter. Oder ist schon runtergefallen. Obala. Lass es kurz aufheben. Ein Knoten haben wir, ja? Unerfolgreiche Pläne. Es wird nicht so verlaufen, wie du es dir vorstellst. Dein Plan geht nicht auf. Da haben wir hier einen Goldfisch. Ja, eine Zunahme im materiellen Wohlstand oder spirituellen Wachstum. Ich nehme bei euch auf, dass es diesen Monat im März mehr das spirituelle Wachstum bei euch ist. Ja, aber was euch weiterbringen wird. Und wir haben das Ohr. Ja, also gute Neuigkeiten werden hier auf dich zukommen. Du wirst etwas Gutes hören, was dich gut verstimmen wird. Also keine Sorge. Für meine lieben Krebsherzen. Eine große Symphonie. Ja, etwas. Ja, es hat hier etwas, diese große Symphonie. Auch hier, alles spielt hier so zusammen. Es gibt ein größeres Bild. Manchmal erkennst du dieses größere Bild nicht. Ja, das ist so, was ich sehe. Auch du wirst etwas Großartiges hören. Das wird dich wirklich glücklich machen, weil hier das Ohr ist und dann diese Symphonie. Es wird dich richtig glücklich stimmen, das zu hören, das zu erfahren. Für meine lieben Krebsherzen, wir haben hier lass los auf Dringlichkeit, ja, es muss nicht alles sofort erledigt werden und das und jenes, dieser Druck, nimm diesen Druck raus, lass los, umgebe dich jetzt mit der momentanen Situation, befreie dich hier von Zeitangaben oder Zeitlimits, dieser Zeitdruck, dieser innerliche Zeitdruck macht dich wahnsinnig, meine lieben Krebsherzen, das tut dir persönlich nicht gut. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März. Nimm dir auch mal kleine Auszeiten für dich, damit du hier nicht so abgebrannt bist am Abend. Wir haben hier das Charoit. Ich kann es nicht mal aussprechen. Spiritueller Schutz. Sie werden behütet und beschützt, körperlich, emotional und energetisch. Du wirst hier beschützt.
von deinem spirituellen Reich. Egal, wer hier hinter deinem Rücken gegen dich arbeitet, du wirst hier beschützt. Geh einfach weiter, geh einfach deinen Weg. Lass dich davon nicht beirren oder zurückhalten. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März, danke. Wir haben hier Verbindung nach oben. Unser Schöpfer sieht tief in dein Herz. Er versteht dich und wertet nicht. Tu es ihm gleich. Verbindung nach oben, deswegen habe Gnade. Du weißt nicht, warum diese Person das tut, aus welchen Motiven. Deswegen habe ich das Gefühl, fokussiere dich auf dich, egal was passiert im Monat März, und spüre diese Verbindung zum spirituellen Reich. Da kommt, du hast ja eine tiefe Verbindung, und der spirituelle Reich sieht in dein Herz, sieht deine Absichten und versteht dich vollkommen. Und deswegen, du wirst hier geschützt, auf allen Ebenen, körperlich, spirituell, energetisch, emotional, ja, also ich kann nur sagen, don't worry, honey. Für meine lieben Krebsherzen, Monat März. Mich gut zu fühlen bringt mir mehr, mich gut zu fühlen bringt mir weit mehr ein, als alles, was ich geglaubt habe, zu brauchen. Und das ist der Schlüssel. Man möchte sich gut fühlen. Ja? Das ist was, nach was wir uns alle sehen. Nach dieser inneren Zufriedenheit, diese innere Ruhe, Harmonie, Ausgeglichenheit, innere Freude. Man möchte sich gut fühlen. Man möchte sich ja nicht täglich immer schlecht fühlen oder gestresst fühlen und so weiter und so fort. Das ist ja was, nach was wir uns sehen, und das ist, was uns unglücklich macht, weil wir ständig permanent in dem Stress sind, in dem Hektik, im Alltag sind. Du darfst Dinge tun, die dir gut tun, die dich gut fühlen lassen, und du darfst auch gerne länger in einem guten Gefühl verweilen. Okay, wow, das war eure Legung, meine lieben Krebsherzen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy Vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.